Willkommen beim Alumni-Tag 2021 hier an der Universität für Bodenkultur. Und ich darf Sie recht herzlich dieses Jahr wieder mal mit einer Präsenzveranstaltung begrüßen. Die letzten Monate waren ja geprägt durch das C-Wort, das wollen wir hier nicht erwähnen. Und es ist uns eine große Freude, dass wir heute mit dieser Veranstaltung wieder in Präsenz hier bei Ihnen sind und somit auch einen Schritt zurück in die Normalität wagen. Ich darf, bevor der Alumni-Tag beginnt, ein paar Worte zu den aktuellen Entwicklungen hier an der BOKU sagen. Mit Stand 7. Oktober haben wir 11.574 Studierende. Das sind um 576 mehr als im Vorjahr. Die Zahl wird noch leicht steigen, denn die Anmeldefristen laufen noch. Etwas Wichtiges, das wir auch gemacht haben, ist, dass wir aktiv Studienprogramme beworben haben, insbesondere das umbenannte Studium Kulturtechnik in Umweltingenieurwissenschaften sowie Holz- und Naturfaserstoffe und Lebensmittel- und Biotechnologie. Hier zeigt sich deutlich, dass die Werbung Früchte getragen hat und wir mehr Erstsemestrigen haben. Ein großes Thema der letzten Monate, das uns in der Universitätsleitung sehr beschäftigt hat, ist, wie können wir Präsenzlehre wieder schaffen? Wie können wir die Corona-Krise überwinden? Und ich darf Ihnen berichten, dass wir derzeit ungefähr 52% der Bachelor-Lehrveranstaltungen in Präsenz, Hybrid oder mit einem großen Präsenzanteil anbieten können und mehr als 60% der Lehrveranstaltungen im Master ähnlich laufen. Wir wollen das noch weiter ausbauen und wir werden in jedem Fall das Sommersemester wieder komplett in Präsenz organisieren. Die Durchimpfungsrate unserer Studierenden ist sehr hoch und das macht es möglich, dass wir hier wieder zügig in den Präsenzunterricht kommen. Schwierig ist ein bisschen die Organisation, denn es wurde alles jetzt in einem bestimmten System geplant und die Umstellung ist also eher ein organisatorisches Problem und das gilt es zu lösen. Im Bereich der Forschung darf ich berichten, dass wir sehr erfolgreich waren. Wir haben einen Rekord an hochwissenschaftlichen Publikationen und auch einen Rekord an Drittmitteleinwerbungen mit derzeit 57 Millionen Euro. Wir sind damit in absoluten Zahlen an vierter Stelle aller Universitäten in Österreich. Dies zeigt sich auch in unseren Rankings, in dem sogenannten U-Multirank, das vergleicht die Forschungslehr- und gesellschaftliche Leistung der Universitäten in Österreich. Sind wir ganz knapp hinter der TU Graz an zweiter Stelle, aber das werden wir auch noch schaffen, denke ich. Und wenn man nur die Forschungsleistung sich anschaut, bezogen auf die Professoren oder Professorenäquivalente, dann sind wir derzeit die forschungsstärkste Universität in Österreich. Im Bereich der Third Mission darf ich berichten, dass wir die sogenannte BOKU-Base etabliert haben. BOKU-Base steht für BOKU Activities Supporting Entrepreneurship. Warum haben wir das gemacht? Wir haben vor 2-3 Jahren das Konzept entwickelt, dass wir Firmengründungen fördern wollen, einen Gründungscoach angestellt und als Pilot dies in der Mutgasse begonnen und der Erfolg war überwältigend. Wir haben in 2 Jahren 9 Firmengründungen geschafft und wir werden daher dieses Konzept auf alle BOKU-Standorte ausrollen. Im Bereich der internationalen Netzwerke darf ich berichten, dass wir uns sehr bemüht haben, diese weiter auszubauen. Wir sind heute sehr stolz, dass wir EPICUR, das ist eine Vereinigung oder ein Projekt, das im Rahmen der European University Initiative gegründet wurde, dabei sind, als eine der wenigen Universitäten in Österreich. Wir leiten das Afrika-Uninetz. Wir sind sehr aktiv in EBU. EBU steht für European Bioeconomy Alliance. Und wir beschäftigen uns auch sehr mit der Association of European Life Sciences. Das ist insbesondere wichtig für unsere Agrarier, aber auch für die Lebensmittelproduktion oder die Lebensmittelfächer. Im Bereich der Bauten haben wir ein paar große Projekte vor uns. Das eine ist einmal das Wasserbaulabor, das viele von Ihnen vielleicht kennen. Dieses Projekt, in dem wir ca. 50 Millionen Euro investieren, ist genau im Zeit- und Budgetplan und die Fertigstellung ist im 2022 oder Beginn 2023 vorgesehen. Hier am Standort Türkenschanze beschäftigen wir uns mit dem Neubau Borkowski-Gasse, das in Anlehnung an das Ilse-Valentin-Haus ebenfalls ein Holzbau, allerdings mit der dreifachen Kapazität werden soll. Weiters läuft sehr effizient die Revitalisierung
der Mutgasse 1 und 2, wo die Bundesimmobiliengesellschaft ca. 14 Millionen Euro investiert in sozusagen die Erneuerung der Infrastruktur. Nun, was darf ich Ihnen für die nahe Zukunft noch berichten? Wir sind derzeit mitten in den Verhandlungen für die Leistungsvereinbarungen, sprich das BOKU-Budget für die nächsten 3 Jahre. Die Verhandlungen sollten bis Ende des Monats abgeschlossen sein. Dann gilt es in diesen Leistungsvereinbarungen gilt es insbesondere, die finanziellen Mittel zu sichern für die Nachbesetzung unserer Stellen bzw. das Halten unserer Stellen, aber auch, dass wir Investitionen in die Forschung und Lehrentwicklungen ermöglichen. Die BOKU ist heute eine Universität mit 2.900 Mitarbeiterinnen und großartigen Erfolgen in Forschung und Lehre. Aufgrund unserer Themen ist die Erwartungshaltung der Gesellschaft sehr hoch und ich denke, wir können sehr selbstbewusst sagen, dass wir diese auch erfüllen können. Die BOKU, und das möchte ich hier auch betonen, ist in den letzten Jahren von einer eher kleineren Uni zu einer mittelgroßen geworden. Und wenn man das zum Beispiel an den Budgetzahlen festmacht, dann sind wir etwa in der Größe von Salzburg, Linz oder der Wirtschaftsuniversität. Und dies hauptsächlich aufgrund unserer Erfolge im Bereich der Drittmittel- und der Industriekontakte. Ich glaube, damit können wir sehr klar ausdrücken, dass wir einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Transformation liefern können, das ja auch die Aufgabe oder die Vision der BOKU ist als Universität des Lebens und der Nachhaltigkeit. Für die sehr nahe Zukunft darf ich noch berichten, dass am 27. Oktober der Bundespräsident zu uns kommt im Rahmen des Nachhaltigkeitstages und mit 31. Januar 2022 werde ich mein Amt als Rektor der Universität für Bodenkultur beenden und mit 1. Februar wird Frau Professorin Eva Schulew-Steindl hier die neue Rektorin sein. Ich darf nun wieder zurückkommen auf das heutige Programm. Es ist wirklich sehr gut organisiert. Ich wünsche Ihnen einen attraktiven Tag und freue mich auf eine persönliche Begegnung. Dankeschön.